Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werfen wir einen Blick auf die Finanzlage von SoundHound und erkunden, warum dieser Ticker ein perfekter Short-Kandidat war. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Lasst uns loslegen. Die Welt der Small Caps ist geprägt von volatilen Bewegungen, was wir hier in diesem Chartbild wirklich sehr schön sehen können. Doch mit einem scharfen Blick auf die Statistiken und einem soliden Trading-Ansatz kann man Risiken kontrollieren und Chancen nutzen. Schauen wir uns die Daten an. Zum 31. Dezember 2023 verfügte SoundHound über liquide Mittel in Höhe von 95 Millionen Dollar. Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im selben Jahr auf ungefähr 68 Millionen Dollar. Was bedeutet, dass das Unternehmen eine monatliche Cash Burn Rate von etwa 5,7 Millionen Dollar verzeichnete? Somit hatte SoundHound zum Ende des Jahres 2023 ungefähr 17 Monate an verbleibendem Cash zur Verfügung. 17 Monate kann sich das Unternehmen über Wasser halten. Um die finanzielle Situation zu verbessern, traf SoundHound Abfindungsvereinbarungen mit 166 Mitarbeitern, was etwa 38,6% seiner Belegschaft entspricht, verglichen mit den 430 Mitarbeitern im Jahr 2022. Das Unternehmen, das verzeichnete seit seiner Gründung kontinuierlich Verluste und bis zum 31. Dezember 2023 belief sich das kumulierte Defizit auf ca. 600 Millionen Dollar. Das bedeutet, dass SoundHound seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit insgesamt Verluste in Höhe von ca. 600 Millionen Dollar verbucht hat. In diesem Jahr 2024, da erzielte SoundHound durch den Verkauf von 35 Millionen Aktien seines At-the-Market-Offerings einen Bruttoerlös von 116 Millionen Dollar. Und das können wir jetzt wunderbar anhand diesem Chartverlauf sehen. Zum einen Dilution und dadurch der starke Abverkauf. Und wir können natürlich dann anhand diesem Chart noch Insider Selling beobachten, vor allem hier an den Peaks. Hier wurden dann Aktien verkauft. Weitere Daten, um dir ein Gefühl für diese Aktie zu geben: die prozentuelle Zunahme der ausstehenden Aktien von 2022 bis 2023 betrug ungefähr 27,19%. Also starke Dilution. 23 sowie jetzt 24, vor allem durch Insider Selling und dem At-the-Market Offering. Diese Aktienverwässerung bietet eine Gelegenheit für Shorts, da sie eine potenzielle Abnahme des Wertes der bestehenden Aktien impliziert. Das sind eben perfekte Short-Kandidaten, Zahlen, Daten, Fakten und diese lügen nicht. Und das können wir hier schwarz auf weiß anhand dieses Chartbilds sehen. Das war jetzt auch alles zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran und macht's gut.